Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es mal um die Frage, wo kommt eigentlich das Erdgas her, was wir hier so in Deutschland verbrauchen? Von welchen Ländern beziehen wir das eigentlich? Und tatsächlich kann man schon mal damit beginnen, dass ungefähr ein Viertel des gesamten deutschen Primärenergieverbrauchs durch Erdgas abgesichert wird. Primärenergieverbrauch heißt jetzt nicht nur Strom, sondern eben auch der Verkehrssektor und natürlich der Wärmesektor. Und von diesem gesamten Energiebedarf, der zum größten Teil durch Mineralöl abgedeckt wird, nämlich vor allem Benzin und Diesel im Verkehrssektor zum Beispiel, neben diesem großen Aspekt wird also ein Viertel durch Erdgas abgedeckt. Jetzt haben wir einerseits auch so ein paar eigene Erdgasvorkommen in Deutschland. Ich bin ja hier in Gera. Wir haben zum Beispiel das Thüringer Becken, in welchem Erdgas gefördert werden kann. Ansonsten haben wir noch so ein, ja, ungefähr ein halbes Dutzend weitere relevante Erdgasvorkommen in Deutschland. Aber vor allem importieren wir das. Natürlich kommt der größte Anteil, und zwar knapp die Hälfte, aus Russland. Gar keine Frage. Dazu gleich mehr. Aber wer sind noch so die anderen? Da ist vor allem Norwegen ganz interessant. Von Norwegen aus haben wir nämlich auch unterirdische oder beziehungsweise unter Wasser verlaufende Pipelines, nämlich die Europipe. Und über die bekommen wir schon seit langer, langer Zeit auch aus Norwegen Erdgas geliefert. Darüber hinaus gibt es als drittwichtigsten Partner die Niederlande. Die Niederlande, da haben wir zum Glück eine direkte Landgrenze hin, liefern das also nicht über unterirdische, beziehungsweise unter dem Meer liefernde, liegende Pipelines, sondern eben direkt. Aber die Niederlande waren vor allem in der Vergangenheit ein ganz wichtiger Lieferant, sind das auch jetzt immer noch, aber in der Zukunft nicht mehr. Die Niederlande haben nämlich für 2030 einen kompletten Exportstopp bezüglich Erdgas angekündigt, weil sie eben ihre Erdgasvorkommen nur noch für sich selbst verwenden möchten. Also kommen wir zurück zu natürlich Russland. Russland hat einerseits mehrere Pipelines, die zu Land bis nach Deutschland gehen, so über die Ukraine und Polen. Da ist es dann aber natürlich schon so, dass es gewisse wirtschaftliche und politische Spannungen gibt bezüglich des Betriebs dieser Pipelines, die dann im Prinzip auch nur durchlaufen, zu uns das Erdgas liefern. Und im Zweifel bekommen die Ukraine und Polen weniger Erdgas geliefert, als sie gerne hätten. Und das ist dann schon irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen wurde schon vor einer ganzen Weile auch eine unter dem Meer verlaufende Pipeline, nämlich Nord Stream, direkt von Russland über die Ostsee bis nach Deutschland verlegt. Aktuell wird Nord Stream 2 gebaut und weiter projektiert, deswegen seid ihr natürlich euch auch bewusst, was Nord Stream ist. Das ist überall in den Nachrichten. Über diesen Weg soll dann eben auch in der Zukunft vor allem jede Menge Erdgas nach Deutschland geliefert werden. Nicht nur, dass aber Russland fast die Hälfte unseres Imports ausmacht, Deutschland ist gleichzeitig mit ungefähr 50% der größte Abnehmer von russischem Erdgas. Das heißt, Gazprom, das ist das Unternehmen, was das Erdgas aus Russland exportieren darf. Übrigens das einzige Unternehmen aus Russland, das Erdgas exportieren darf. Deren Mitbewerber wie Rosneft dürfen nur innerhalb des Landes beliefern. Gazprom also darf ganz exklusiv auch exportieren. Und von denen wird praktisch die Hälfte ausschließlich durch Deutschland abgenommen. Das ist also nicht nur so dieses einseitige Ding, hey, wir sind komplett von Russland abhängig. Gleichzeitig ist die russische Wirtschaft komplett auch vom deutschen, ja in dem Fall Import des Erdgases, abhängig. Das Ganze ist natürlich politisch und auch wirtschaftlich nicht so unbedingt ein einfaches Thema. Dazu also in einem anderen Video mal genaueres rund um die Energiewende. Aber was sind denn noch so die Alternativen? Und da fällt natürlich sofort LNG ein, Liquefied Natural Gas. Das ist also das Flüssiggas, welches dann vor allem über Tanker, also über Schiffe, international transportiert werden kann und bisher vor allem nur in Rotterdam wirklich effizient angeliefert werden kann nach Europa. Dort gibt es also ein LNG-Terminal für den Import. Dort kann das verflüssigte Erdgas, was unter hohem Druck praktisch transportiert wird, dann auch effizient abgegeben werden. In Deutschland haben wir noch kein eigenes Terminal, aber da gibt es aktuell auch Projekte. Unter anderem ist Wilhelmshaven da wohl relativ weit vorne.
Das würde bedeuten, dass wir nämlich aus Ländern wie den USA, in denen ja Fracking extrem stark ist und deswegen dort viel Schiefergas gefördert wird und das dann natürlich auch exportiert wird, dass also neben denen auch Kanada, aber vor allem auch Länder aus dem arabischen Raum eine ernsthafte Alternative für das russische Erdgas sein könnten, indem wir eben diese Tanker über die Weltmeere segeln lassen und dann irgendwo in Norddeutschland wiederum über ein Importterminal das verflüssigte Erdgas hierher kommt und dann in unsere etwa 530.000 Kilometer Erdgasinfrastruktur eingespeist werden können. Schauen wir mal, was da passiert. Bleibt da einfach mit dran. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Import von Erdgas, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.